Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu der Veranstaltung Depression und nicht suizidales selbstverletzendes Verhalten in Schule und freuen uns total über diese sehr positive Resonanz, die wir anhand der Teilnehmerzahlen sehen und ja hoffen, dass wir in den 90 Minuten erstmal einen guten Überblick geben können über diese beiden Schwerpunkte. Und aber durchaus auch in diesem großen Rahmen vielleicht schon auch konkrete Praxishinweise liefern können. Genau. Ganz kurz zu uns. Wer sind wir eigentlich? Mein Name ist Franziska Greiner-Düchert. Ich bin seit März 22 an der Universität Leipzig tätig, war davor lange an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena, habe dort auch promoviert. Habe nebenbei ein Psychologiestudium noch begonnen und habe im Rahmen dieses Psychologiestudiums unter anderem auch ein Praktikum an der Kinder- und Jugendpsychiatrie gemacht. Genau, und habe ursprünglich sozusagen einen Lehramtshintergrund und mir liegt sozusagen die Lehrkräfteaus-, Fort- und Weiterbildung ja sehr am Herzen, weil ich denke, dass das sozusagen die Zahnräder sind, an denen man auch drehen kann, um Innovationen in und an Schulen sozusagen voranzubringen. Und ja, deshalb freue ich mich sehr über solche Veranstaltungen wie heute. Muss gestehen, dass das in dieser großen Runde das erste Mal für mich ist. Ich glaube, für Friederike auch. Und ja, wir freuen uns total, dass so viele gekommen sind und dass wir zumindest mal versuchen, so einen ersten großen Überblick zu geben. Genau, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Mein Name ist Friederike Grabowski. Genau, ich komme von der Europa-Universität Flensburg. Ich habe in Kiel Psychologie studiert, war danach in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Neumünster tätig und bin seit 2020 in der Ausbildung von Lehrkräften und vor allem auch SonderpädagogInnen hier in Flensburg tätig und erlebe auch hier, dass das Thema der ja, psychischen Belastung, der psychischen Störung im Kindes- und Jugendalter oft einfach auch noch zu kurz kommt. Ich bin derzeit in den Endzügen meines Promotionsprojektes und beschäftige mich eben genau mit der Thematik. Also das Projekt heißt Glücklich, und es geht um die Prävention depressiver Störungen im Kindes- und Jugendalter und da vor allem um zwei Seiten. Einmal um die Psychoedukation von Lehrkräften. Das heißt, auch da habe ich genau nicht in diesem großen Rahmen, aber durchaus schon in vielen verschiedenen Veranstaltungen eben ja, Erfahrungen gemacht, ja, Psychoedukation bezüglich depressiver Störungen zu vermitteln und auf der anderen Seite auch eine Unterrichtseinheit entwickelt, die Psychoedukation an Jugendliche gibt zu Depressionen bei Jugendlichen. Genau, und das evaluiere ich gerade. Ja, das soweit zu uns. Und jetzt haben wir uns einmal vorgestellt und möchten Sie jetzt einmal einladen, auch einmal, dass wir ein bisschen was über Sie erfahren. Und zwar werde ich gleich eine Umfrage freischalten und würde Sie bitten, gerne drei Fragen einmal zu beantworten, damit wir ja einmal einen Einblick bekommen, was Sie schon für Erfahrungen mitbringen zu diesen Thematiken. Und genau, das werde ich einmal machen. Sie haben eine Minute Zeit, die auszufüllen und dann werden wir uns einmal die Ergebnisse angucken und dann inhaltlich einsteigen.
Genau, ich würde Ihnen jetzt nochmal so 10 Sekunden geben, und dann die Umfrage beenden. Ich sehe aber schon, es haben auch schon bis auf 40 Personen teilgenommen. Also ich glaube, das ist schon mal ganz gut. Ich glaube, 80%. Genau, weil jetzt schon mehrmals die Frage im Chat kam, das ist ein Fehler in der Vorbereitung. Frage 2 und 3 sollten nicht identisch sein. Frage 3 sollte sich eigentlich auf Depression, den zweiten thematischen Schwerpunkt, beziehen. Das heißt, wir werden jetzt vor allem auf Frage 1 und 2 eingehen. Alles klar. Ich hoffe, Sie können die Ergebnisse alle sehen. Ja, super. Genau. Die Ergebnisse sind so, wie wir das schon so ein bisschen erwartet hatten. Die erste Frage ist ja, wie sehr sind Ihre SchülerInnen psychisch belastet? Und da sehen wir, die sind ja etwas oder stark, in 5% der Fälle hier sogar sehr stark belastet. Das heißt, da ist ja wahrscheinlich ein großer Leidensdruck. Sie merken das in der Schule, dass Ihre Schülerinnen und Schüler ja mit verschiedenen Belastungen zu kämpfen haben, die Sie auch bemerken. Und ja, genau, wir beziehen uns jetzt mal auf Frage 2. Sie haben auch bereits ja teilweise einige Erfahrungen, also knapp 50% geben an hier, dass sie bereits einige Erfahrungen haben im Umgang mit nicht suizidalem, selbstverletzenden Verhalten von Schülerinnen und Schülern. Manche von ihnen auch weniger Erfahrungen. Und genau, wir hoffen, Sie dann heute auch da in diesem professionellen Umgang mit nicht suizidalem, selbstverletzenden Verhalten noch besser genau informieren zu können. Das Gleiche gilt auch für die depressiven Schülerinnen und Schüler. Ich denke mal, da werden, wenn Ihre Schüler, wie Sie Schülerinnen und Schüler, wie Sie angeben, oft auch sehr belastet sind psychisch, werden Sie bestimmt auch bereits Erfahrungen oft damit gesammelt haben. Vielen Dank auf jeden Fall für die rege Teilnahme. Genau, und dann würden wir einmal hier weitermachen, worum es heute geht, und anschließend genau, wie der Ablauf ist. Wir haben heute drei Themenblöcke. Diese erste ist die psychische Belastung im Schulalter, wo wir einmal ganz allgemein einsteigen wollen, anknüpfen wollen an die Ergebnisse von gerade eben. Schülerinnen und Schüler sind aktuell psychisch hoch belastet, und es zeigt sich eben, wie jetzt auch gerade die Ergebnisse der Umfrage. Sie haben viele Lehrkräfte, die meisten Lehrkräfte haben auch Kontakt mit diesen Belastungen, aber oft ist es eben so, dass die Vorbereitung, die Professionalisierung der Lehrkräfte eben im Studium oder auch danach nicht so stattfindet. Auch die hohe Anmeldungszahl hier zu dieser Veranstaltung zeigt auch, dass es ein sehr relevantes Thema ist im Alltag, aber eben auch häufig der Wunsch nach mehr Informationen besteht. Wir werden dann von diesem allgemeinen Block in den Block zu nicht suizidalem, selbstverletzenden Verhalten einsteigen, wonach es auch die Möglichkeit geben wird, Fragen zu stellen. Und der dritte thematische Block wird sich heute mit Depressionen im Schulalter beschäftigen. Auch danach wird es wieder die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Genau, das ist das, was wir jetzt die nächsten, ja, knapp 1,5 Stunden vorhaben, worauf ich mich sehr freue und möchte gerne anfangen, damit allgemein einmal zu gucken, was sagen die KMK eigentlich, was ist bezüglich der Gesundheitsförderung und Prävention eigentlich so die Aufgabe von Schule? Und die KMK-Richtlinien aus dem Jahr 2012 sagen ja ganz klar, sind zentrale Aufgaben von Schule. Das ist auch dem geschuldet, dass eben der Lernerfolg und das psychische Wohlbefinden maßgeblich zusammenhängen. Das werden wir nachher auch nochmal vor allem auch im Hinblick auf die beiden Störungsbilder sehen. Und die KMK-Richtlinien aus dem Jahr 2014 sagen auch, was sollen denn jetzt Lehrkräfte eigentlich können? Was sollen sie leisten?
Sie sollen alters- und entwicklungspsychologisch adäquate Lösungsansätze für Schwierigkeiten und Konflikte in Schule und Unterricht finden, sowie Risiken sowie Potenziale im Kindes- und Jugendalter sowie Präventions-, Interventions- und Unterstützungsmöglichkeiten kennen. Das sind erstmal sehr, sehr viele Punkte. Wenn man sich das so anguckt, denkt man, ja, okay, das macht natürlich auch Sinn, dass, Schule als ein zentraler Entwicklungsort, ein Ort, an dem Kinder und Jugendliche sehr viel Zeit verbringen, in seinem sozialen Gefüge eingebettet sind, dass das da auch stattfindet. Vor allem, wenn man jetzt weitergehend sich anguckt, wie die psychischen Belastungen von SchülerInnen zurzeit sind. Und wir sehen, die sind sehr hoch. Das hat man auch gerade in der Umfrage ja schon gesehen. Schülerinnen und Schüler in Deutschland sind psychisch sehr belastet. Aktuell, jetzt wenn man sich der Kinder- und Jugendreport aus dem Jahr 2019 anguckt, wo knapp 800.000 Schülerinnen und Schüler in die Daten ausgewertet wurden, ist es so, dass aktuell jede oder jeder vierte Schülerin unter einer psychischen Störung leidet. Das sind extrem viele Kinder und Jugendliche. Am häufigsten sind hier Entwicklungsstörungen, also sowas wie Sprach- und Sprechstörungen, aber auch Verhaltens- und emotionale Störungen, Angst, Zwangsstörungen und die Depression. Es ist so, dass es bestimmte Risikofaktoren gibt. Besonders deutlich ist hier, dass Schülerinnen und Schüler aus Familien mit einem niedrigen sozioökonomischen Status deutlich häufiger betroffen sind. 2019, das war vor der Covid-19-Pandemie, deswegen nochmal aktuellere Zahlen aus der COPSI-Studie. COPSI steht hierbei für Corona und Psyche, die eben Daten während und jetzt auch nach der Corona-Pandemie erhoben haben. Und hier zeigt sich eben, dass 71% der befragten Kinder und Jugendliche angeben, psychisch belastet zu sein. Das sind über zwei Drittel, und dieser Anteil hat sich eben verglichen jetzt mit der Zeit vor der Pandemie verdoppelt. Das heißt, wir haben die Situation, Schülerinnen und Schüler in Deutschland sind psychisch extrem belastet. KMK sagt, ja, Schule ist hier ein zentraler Ort der Prävention, der Intervention. Lehrkräfte sollen das alles können und leisten können. Aber die Situation ist eben so, dass es oft keine Professionalisierung im Lehramtsstudium gibt, dass Lehrkräfte eben in der Ausbildung nicht auf diese Situation häufig angemessen vorbereitet werden und es dann auch keine systematischen Fort- und Weiterbildungsangebote flächendeckend gibt. Dadurch ist dann so die Situation jetzt häufig so, dass es Lehrkräften eben sehr schwer fällt, psychische Beschwerden bei ihren Schülerinnen und Schülern wahrzunehmen. Und das ist insbesondere so, wenn wir uns die internalisierenden Auffälligkeiten angucken. Wir kommen gleich nochmal zu dem Unterschied zu externalisieren, aber es sind Probleme wie Ängste oder Depressionen, die eben nicht auf den ersten Blick zu erkennen sind, weil das meistens nicht die Schülerinnen und Schüler sind, die eben direkt ins Auge stechen, diese besonders laut sind oder aggressiv. Und das führt auch dazu, dass es eben eine große Unsicherheit im Umgang mit Depressionen, aber auch sowas wie Essstörungen und schulbezogenen Ängsten gibt. Genau, das ist jetzt einmal so die Ausgangslage, und wir hoffen hier heute ein bisschen zumindest Abhilfe schaffen zu können, etwas genau mehr Informationen zu geben, und wollen damit einmal allgemein anfangen. Wie kommt das eigentlich dazu? Wie entstehen denn jetzt psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen oder auch allgemein? Es ist so, dass psychische Störungen meistens oder eigentlich nie durch einen Faktor, durch eine Sache ausgelöst werden, sondern immer in einem komplexen Zusammenspiel von eben biologischen, psychologischen und sozialen Faktoren entstehen.
Ja, wir haben hier ein paar aufgelistet. Das ist natürlich nicht erschöpfend, diese Liste, aber gerade im Kindes- und Jugendalter, wenn wir uns das angucken, können diese Faktoren eben ein hohes Risiko darstellen. Und dann eben im Zusammenspiel, wenn besonders viele auftauchen, wenn dann noch Belastungen dazukommt, wenn Stress dazukommt, kann eben eine psychische Störung ausgelöst werden. Bei den biologischen Faktoren ist es vor allem eine genetische Disposition. Das ist je nach Störung unterschiedlich, aber häufig ist es so, gerade auch bei den Depressionen, wenn ein Elternteil psychisch erkrankt ist, depressiv erkrankt ist zum Beispiel, dann ist das Risiko einfach höher durch die erbliche Anlage, auch sowas wie eine erhöhte biologische Stressanfälligkeit oder auch Alter und Geschlecht. Die meisten psychischen Störungen fangen eben im Jugendalter oft ihren Lauf. Und häufig ist es auch so, wie bei den Depressionen, dass ein Geschlecht dann häufiger betroffen ist. Bei den sozialen Faktoren spielen beispielsweise geringe soziale Kompetenzen eine Rolle. Isolation, zum Beispiel soziale Isolation von Kindern und Jugendlichen, kann eben so ein Risikofaktor sein, nachher Auslöser und Aufrechterhalter einer psychischen Störung. Aber auch sowas wie eine geringe Bindungsqualität zu Bezugspersonen im familiären Kontext, familiäre Belastung, zum Beispiel Trennung, Verlusterlebnisse, viel Streit und im schulischen Kontext, ganz wichtig, kann Mobbing eine große Rolle spielen. Bei den psychologischen Faktoren sind das sowas wie ein negatives Selbstbild oder auch, wenn Kinder und Jugendliche sehr schwer in der Lage sind, ihre Emotionen zu regulieren. Genau, das einmal kurz dazu. Das wird das biopsychosoziale Modell genannt. Und jetzt gehen wir einmal weiter zu den internalisierenden und externalisierenden Auffälligkeiten. Genau, für den schulischen Alltag kann es hilfreich sein, so ein bisschen diese Differenzierung, die auch im klinischen Kontext häufig genutzt wird, zu kennen. Also, dass eben unterschieden wird zwischen internalisierenden, eher nach innen gerichteten, sozusagen Problembewältigungsstrategien, die wiederum von außen nicht besonders gut zu erkennen sind, zu unterscheiden und eben externalisierenden Störungsbildern, die von außen wiederum gut erkennbar sind durch aggressives Verhalten, Regelverletzungen oder auch delinquentes Verhalten. Und Depression beispielsweise würde man klassischerweise als internalisierende Störung bezeichnen. Und gerade in den letzten Jahren, also durch die Covid-19-Pandemie, haben eben diese internalisierenden Störungen, Depressionen, Angststörungen extrem zugenommen. Gleichzeitig weiß man inzwischen ganz gut aus bisherigen Studien, dass eben gerade diese Kinder und Jugendlichen, die häufig auch als stille Kinder bezeichnet werden, unheimlich schwer sozusagen mit ihren Problemlagen erkannt werden, weil eben häufig sozusagen erstmal vielleicht auch im schulischen Kontext keine Auffälligkeit ja, zu beobachten ist, sondern eher ja, Rückzug etc., also alle Aspekte, zu denen wir dann später noch kommen. Wie entstehen eigentlich solche, ja, oder wie kommt es überhaupt eigentlich zum Ausbruch von einer psychischen Störung oder zu einer Entwicklung einer psychischen Störung? Und hier sieht man an so einem Vulnerabilitätsstressmodell, dass eben auch psychische Gesundheit als Kontinuum zu verstehen ist. Das heißt, sie ist sehr situativ sozusagen auch abhängig. Es gibt bestimmte Situationen, die vor allem für Kinder und Jugendliche als Stressoren wirken können. Die sind eben unterschiedlich stark, also oder die werden unterschiedlich stark wahrgenommen. Und man sieht eben in dieser Abbildung ganz gut, dass ja, solange man sich unterhalb dieser individuellen Schwelle bewegt, kommt es vielleicht auch erstmal einerseits nicht dazu, dass man von außen etwas sieht. Trotzdem kann eben das Anhäufen und auch das ja, sozusagen das Ausschlagen einzelner Stressoren dann dazu führen, dass eben eine psychische Erkrankung entsteht, die wiederum eigentlich so eine Art Bewältigungsmechanismus häufig dann auch ist, ja, im Umgang sozusagen mit diesen extremen Anspannungen.
Und diese beiden zentralen Begriffe, die wir gerne auch mitgeben würden und von denen Sie mit Sicherheit auch schon gehört haben, sind zum einen Resilienz, also die Anpassungsfähigkeit von Individuen an belastende Lebensereignisse, und Vulnerabilität wiederum als Verwundbarkeit. Und beide sind relativ stabil. Das heißt, da ist ein relativ großer Anteil auch tatsächlich genetisch sozusagen schon vorherbestimmt. Und Kinder und Jugendliche oder Menschen generell mit einer hohen Resilienz, also einer hohen Anpassungsfähigkeit, können mit schwierigen Situationen und auch unerwünschten Veränderungen besser umgehen als Menschen mit einer hohen Vulnerabilität. Und das verdeutlicht einfach auch nochmal, dass eine psychische Störung und auch eine psychische Belastung nichts ist, das man sich aussucht, sondern das ist sozusagen der individuelle Bewältigungsmechanismus im Umgang mit verschiedenen Stressoren und Veränderungen. Genau. Und das heißt, wichtig ist vor allem auch für die Begleitung von psychischen Belastungen, und das betrifft uns alle, dass es total zentral ist, diese Stressoren, die individuell sozusagen stark oder weniger stark empfunden werden, identifizieren zu können und eben dann auch sensibel zu sein, wenn man merkt, dass diese Anspannung, das Anspannungsniveau steigt allmählich, ich reagiere immer schneller sozusagen auf bestimmte Stressoren, dann sind das schon erste Warnsignale für einen selbst, aber natürlich auch im Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Und gerade für den schulischen Kontext stellt eben die Pubertät einfach eine extrem vulnerable Phase dar, die auch einhergeht oder zusammenhängt mit neurologischen Veränderungen bei Kindern und Jugendlichen, weshalb eben gerade in dieser Phase bestimmte Störungsbilder ja vermehrt auftreten. Das heißt, es ist eigentlich nicht immer nur so ein Jugendlichkeits- oder Pubertätsphänomen, wenn dann plötzlich mehr Störungen auftreten oder sichtbar werden, sondern tatsächlich ist einfach eine Phase, die extrem anfällig sozusagen dafür macht, auch bestimmte Stressoren als stark zu empfinden und somit ein höheres Anspannungsniveau auszuprägen. Genau. Hinweise gibt es generell darauf, dass Kinder und Jugendliche psychisch belastet sind. Zum einen gibt es natürlich im kognitiven Bereich Hinweise, die darauf ja, hinweisen können, Hinweise, die darauf hinweisen können, also Hinweise, die zu beachten sind und gegebenenfalls psychische Belastungen andeuten können. Zum einen ganz klassisch sozusagen der Leistungseinbruch. Also da haben natürlich Lehrkräfte einfach mit den besten Einblick, wenn Kinder und Jugendliche plötzlich einen relativ starken Leistungseinbruch haben. Also sehr gute Schülerinnen oder sehr gute Schüler in Deutsch, Mathematik sozusagen unter ihren eigentlichen unter ihrer eigentlichen Leistungsfähigkeit zurückbleiben, Konzentrationsschwierigkeiten, die im Unterricht sichtbar werden können, können Hinweise sein. Aber auch, dass Schülerinnen und Schüler bei der Bearbeitung von Aufgaben keine Ausdauer mehr haben, und natürlich auch, dass konkrete Belastungen in Gedichten verbalisiert werden. In Bezug auf soziale Aspekte sind natürlich Isolation und Rückzug ganz ernstzunehmende Beobachtungsschwerpunkte sozusagen. Zum Rückzug gehört auch Schulabsentismus, also wenn Kinder und Jugendliche regelmäßig sozusagen nicht zum Unterricht erscheinen, dann ist das zum einen natürlich aus Lehrkräfteperspektive ärgerlich, aber zum anderen kann das eben wirklich auch ein ganz konkreter Hinweis sein auf eine psychische Belastung. Generell das häufige Fehlen, auch wenn die Eltern das Fehlen entschuldigen. Also auch das kann sozusagen schon mal so eine Art Red Flag sein, wenn immer wieder auch Atteste reingegeben werden und es ansonsten eigentlich keine Hinweise darauf gibt, dass das Kind oder die Jugendliche eben nicht am Unterricht teilnehmen kann. Antisoziales Verhalten umfasst beispielsweise also ein Opfer zu sein von Mobbing, aber auch selbst sozusagen Mobbing zu initiieren, also selbst sozusagen auch dafür verantwortlich zu sein, dass andere diskriminiert, gekränkt werden etc., kann auch darauf hinweisen, dass eine psychische Belastung vorliegt. Also man weiß inzwischen einfach ganz gut, dass die Mobber, also die sozusagen aktiv auch Mobbing ausüben, in der Regel selbst tatsächlich auch psychisch belastet sind. Und
auch Unzuverlässigkeit, also gerade wenn Schülerinnen und Schüler plötzlich ihre Hausaufgaben nicht mehr erledigen oder andere Versprechen sozusagen immer wieder brechen, dann kann das eben auch ein Hinweis sein aus der sozialen Dimension. Emotional sind natürlich Niedergeschlagenheit, Interessensverlust, Trägheit, aber generell auch extreme Stimmungsschwankungen, also auch extreme Hochs und Tiefs, und auch eine erhöhte Reizbarkeit, mögliche Hinweise auf psychische Belastung. Die physischen Aspekte sind extreme Gewichtsveränderungen, wetterunangemessene Kleidung, dazu kommen wir später noch bei dem nicht suizidalen selbstverletzenden Verhalten. Auch Bauchschmerzen, also das häufige Klagen über Bauch- oder Kopfschmerzen können Hinweise sein. Und natürlich Verletzungen, also Fremdverletzungen, aber auch Selbstverletzungen, sind ernstzunehmende Hinweise. Und wichtig ist, dass natürlich diese einzelnen Aspekte nicht für sich sofort eine Alarmglocke sein müssen, sondern vor allem die Kombination von verschiedenen Beobachtungen und vor allem auch das Wahrnehmen von Veränderungen im Verhalten. Also es geht nicht darum, dass eben Kinder und Jugendliche, die vielleicht eher ruhiger sind und die keinen riesigen Freundeskreis haben, die sind nicht per se psychisch auffällig, sondern eher, wenn es sozusagen in diesen Bereichen gravierend Veränderungen gab. Das sozusagen führt in Kombination oder kann in Kombination als Red Flag sozusagen für den Schulalltag betrachtet werden. Genau. Und damit würde ich tatsächlich auch schon überleiten zu einem unserer Schwerpunkte, nämlich zum nicht suizidalen, selbstverletzenden Verhalten von Schülerinnen. Und genau, was ist das eigentlich? Also als nicht suizidales, selbstverletzendes Verhalten werden funktionell motivierte, direkte und offene Verletzungen des eigenen Körpers, die nicht sozial akzeptiert sind und ohne Suizidabsicht vorgenommen werden, verstanden. Dieses nicht sozial akzeptiert sind, ist ein ganz wichtiger Zusatz, weil eben diese Body Modifications keine suizidalen oder keine Selbstverletzungen darstellen. Das heißt, sowas wie Implantate unter der Haut, falls Sie das schon mal gesehen haben bei Jugendlichen, oder auch Brandings, also bestimmte bewusst herbeigeführte, die zu einer ästhetischen Wirkung führen sollende Verbrennungen sind an sich erstmal noch nicht unbedingt als Selbstverletzung zu sehen. Elfenohren, also diese spitz gemachten Ohren sozusagen oder auch gespaltene Zungen gehören eben zu diesen Body Modifications, die an sich noch nicht die Kriterien von nicht suizidalem selbstverletzendem Verhalten erfüllen. In der Regel werden eben Verletzungen der Haut durch Schneiden, also das sogenannte Ritzen, Kratzen, Beißen, aber auch Kneifen, Verbrennen oder Schlagen gegen Objekte oder auch zum Beispiel das immer wieder Öffnen von Wunden kann sozusagen eine Form von nicht suizidalem selbstverletzendem Verhalten sein. In der Regel sind diese Verletzungen an Unterarm, Handgelenken, Oberarm oder Oberschenkeln zu sehen. Oder werden da sozusagen vorgenommen, selten auch an Bauch, Brust, Gesicht und im Genitalbereich. Genau. Es wird sich schon relativ lang darüber gestritten, in der Fachcommunity, ob denn das nicht suizidale, selbstverletzende Verhalten an sich sozusagen eine psychische Störung ist und einer entsprechenden Diagnose bedarf. Es ist immer noch so, dass NSSV ein Symptom ist, das natürlich häufig in Verbindung mit Depressionen, Angststörungen, Essstörungen oder auch posttraumatischen Belastungsstörungen oder Borderline-Persönlichkeitsstörungen auftritt. Es wird eben in der internationalen Klassifikation von psychischen Störungen als nicht suizidale Selbstverletzung kodiert und genau, tritt eben, wie gesagt, ganz, ganz häufig in Verbindung mit anderen psychischen, also mit psychischen Störungen auf, ist aber als solches erstmal nur als Symptom zu klassifizieren. Wichtig ist und warum sozusagen auch diese Relevanz von nicht suizidalem selbstverletzendem Verhalten als besonders hoch einzustufen ist, dass nicht suizidales selbstverletzendes Verhalten zwar sozusagen ohne Suizidabsicht vorgenommen wird, aber
als Risikofaktor betrachtet werden kann für suizidales Verhalten. Also gerade wenn Kinder und Jugendliche eben sich mehrfach, also repetitiv, sagt man dazu, mehrfach selbst verletzen, dann stellt das einen relevanten Risikofaktor für suizidales Verhalten dar. Genau. Das nicht suizidale, selbstverletzende Verhalten ist sehr weit verbreitet. Also global betrachtet sind etwa ein Viertel der Kinder und Jugendlichen betroffen. Deutschland ist ein Land mit recht hohen Verbreitungszahlen sozusagen. Das heißt, 25 bis 35% der Jugendlichen verletzen sich mindestens einmal selbst im Laufe der Schullaufbahn. Und 12,25% der Jugendlichen verletzen sich sogar mehrmals. In der Regel beginnt das nicht suizidale selbstverletzende Verhalten zwischen dem 12. und 14. Lebensjahr, was jedoch nicht heißt, dass nicht schon vorher sozusagen auch ein solches Verhalten beobachtet werden kann. Also es gibt durchaus auch Studien, die schon bei 9- oder 10-jährigen Kindern eben NSSV beobachten können. Am häufigsten, also der ja, Gipfel sozusagen dieses Symptoms ist bei 15- und 16-Jährigen, wobei Mädchen in der Regel sogar ein halbmal häufiger betroffen sind als Jungen. Also Mädchen verletzen sich in der Regel durchaus häufiger selbst als Jungen. Warum machen das Kinder und Jugendliche eigentlich? Also unterschieden werden intrapersonelle und/oder interpersonelle Funktionen. Das heißt, intrapersonell, Sie sehen das dort in den Klammern, werden also vor allem die Emotionsregulation oder spielt die Emotionsregulation eine zentrale Aufgabe. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen, die sich selbst verletzen, wollen vor allem einen negativen Zustand entkommen. Sie wollen einen positiven Zustand herbeiführen. Das heißt, schlechte Gefühle sollen beendet werden. Häufig geht damit auch ja, der Wunsch einher, sich nicht mehr leer zu fühlen oder überhaupt etwas zu fühlen. Und wenn es sozusagen nur der Schmerz ist und auch sozusagen der Gedanke, sich selbst zu verletzen, um keinen Suizid zu begehen, also sozusagen als Suizidprävention, ist tatsächlich eine wesentliche Funktion von NSV. Oder, also neben diesen Emotionsregulationsfunktionen, auch eine Selbstbestrafungsfunktion. Also Jugendliche verletzen sich selbst, um sich zu bestrafen für bestimmte Verhaltensweisen, die sie selbst sozusagen nicht in Ordnung finden. Und interpersonell, und das ist vermutlich das, was vielleicht einige auch mit dem nicht suizidalen selbstverletzenden Verhalten verknüpfen, ist eben einerseits so eine Kommunikationsfunktion, also durchaus auch, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Allerdings ist das, wie Sie eben an den Prozentzahlen oben sehen, eher die zwar, also ja, nebengeordnete Funktion. Auch eine Gruppenzugehörigkeit kann erzeugt werden durch das nicht suizidale selbstverletzende Verhalten, also dass man sozusagen durch diese Selbstverletzungen einer Gruppe beitreten kann. Genau. Das Tückische daran ist sozusagen, dass diese Emotionsregulationsfunktion eben nur so eine kurzfristige Entlastung ermöglicht oder schafft. Das heißt, es werden Endorphine ausgeschüttet, ja, also es wird erstmal wieder so ein Gefühl gespürt. Für viele ist das was unheimlich Positives, wird Druck abgebaut. Also für viele ist eben wirklich das auch so eine Druckentlastung. Und diese kurzfristige Entlastung führt aber relativ schnell dann zu Scham- und Schuldgefühlen, die dann sozusagen wieder dieses Stresslevel total erhöhen, wenn wir an dieses Vulnerabilitätsstressmodell denken, die also dazu führen, dass eigentlich durch diese Selbstverletzung wieder so eine Art Stressor entsteht, weil man sich eben schämt, dass es andere sehen, dass man das gemacht hat, dass man seinen Körper selbst sozusagen schädigt. Das sind dann so Gedanken, die damit einhergehen und die eben zu so einem Teufelskreislauf führen können. Genau, was sind sonst noch so mögliche soziale Stressoren? Friederike hat auch schon ein paar vorhin genannt. Also zum einen kann eine fehlende soziale Unterstützung ein extremer Stressor sein für Kinder und Jugendliche.
Auch die Zugehörigkeit zu bestimmten Jugendkulturen kann sozusagen diese Gruppenzugehörigkeit oder diesen Wunsch nach Gruppenzugehörigkeit natürlich erhöhen. Belastende Kindheitserlebnisse, Verluste, Vernachlässigung und Gewalt. Inzwischen ist ganz gut erforscht, dass Kinder und Jugendliche mit Missbrauchserfahrungen nicht, also sozusagen nicht signifikant häufiger selbst Verletzungen vornehmen als Kinder und Jugendliche ohne Missbrauchserfahrungen, aber Missbrauchserfahrungen in der Kindheit stehen eben häufig im Zusammenhang mit Suizidgedanken. Genau, aber prinzipiell heißt es eben nicht, dass wenn Kinder traumatische Erlebnisse verarbeiten, dass sie sich zwingend selbst verletzen. Also auch da gibt es einfach wieder Unterschiede, wie mit diesen unterschiedlichen Belastungen umgegangen wird. Genau, Friederike hat schon gesagt, also ähnlich wie bei den Depressionen spielen auch psychische Erkrankungen von Familienmitgliedern eine relevante Rolle und stellen sozusagen einen möglichen sozialen Stressor dar und auch generell ein schwieriges Familienklima, also Streit mit den Eltern, Existenzängste oder auch der Erziehungsstil, der eben dann häufig durch stark abwertende Äußerungen geprägt ist, kann einen Stressor darstellen. Und ganz, ganz relevant sind eben Mobbing im schulischen Kontext, also ein ganz ja, großer Einflussfaktor und auch Ausgrenzung zum Beispiel wegen sexueller Orientierung. Also man weiß inzwischen ganz gut, dass vor allem Kinder und Jugendliche, die nicht heterosexuelle Orientierungen haben, vor allem betroffen sind von Diskriminierung und damit eben einhergeht auch eine höhere Anfälligkeit, sich selbst zu verletzen und beispielsweise auch andere psychische Störungen zu entwickeln. Genau, also für nicht suizidales, selbstverletzendes Verhalten, sind eben häufig akute Stresssituationen oder eben auch Probleme in der Schule, tatsächlich als stressige, auslösende Ereignisse festzuhalten. Warum ist es für uns im Kontext Schule und für Sie als Lehrkräfte überhaupt relevant? Man könnte ja sagen, na gut, also das ist ja deren Körper und wenn Sie sich selbst verletzen wollen, dann sollen Sie das eben tun. Also ja, jetzt übertrieben gesagt. Aber sicherlich sind Sie hier, weil Sie schon sensibel sind, dass sozusagen Peers und auch Schule generell sowohl mögliche Risiko- als auch Schutzfaktoren darstellen können. Also zum einen besteht einfach extreme Ansteckungsgefahr durch andere Kinder und Jugendliche, die sich selbst verletzen, während es aber total wichtig ist, dass durch die Zeit, die sie in den Schulen zusammen verbringen, also die Zeit, die Lehrkräfte und SchülerInnen zusammen verbringen, eine frühzeitige Wahrnehmung von psychischen Belastungen möglich ist, die häufig gar nicht im familiären Umfeld überhaupt denkbar ist. Also weil eben gerade, wir haben es vorhin gesehen, Kinder und Jugendliche aus Familien mit schwachem sozioökonomischem Status sind besonders anfällig, psychische Erkrankungen zu entwickeln. Und gerade Kinder aus solchen Familien verbringen gar nicht so viel intensive Zeit mit ihren Eltern, die eben häufig verschiedene Jobs annehmen müssen, etc. Das heißt, hier ist einfach die Rolle von Schule tatsächlich oder die Verantwortung, überhaupt erstmal psychische Belastungen. Da sprechen wir noch gar nicht von psychischen Störungen, sondern eher von tatsächlich diesem Anspannungsniveau auch frühzeitig wahrzunehmen. Häufig sind Lehrkräfte dadurch auch erste Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner und können als sogenannte Gatekeeper fungieren. Das heißt, sie können an konkrete Hilfestellen vermitteln und eben bestimmte Strukturen schaffen, um Belastungen entgegenzuwirken. Darauf gehen wir natürlich noch ein. Die meisten Lehrkräfte und Referendarinnen hatten bereits Kontakt zu Schülerinnen mit nicht suizidalem, selbstverletzendem Verhalten. Ähnliches hat sich bei uns hier auch in der Gruppe sozusagen am Anfang in der kurzen Umfrage gezeigt. Und wichtig ist sozusagen auch zu wissen, dass gerade Kinder und Jugendliche sich nur sehr selten Selbsthilfe suchen. Also das aktive Hilfesuchverhalten ist gerade im Kindes- und Jugendalter extrem niedrig ausgeprägt. Und deshalb sind eben die Kinder und Jugendlichen auch darauf angewiesen, dass jemand sozusagen ein Auge mit auf sie hat. Und man weiß inzwischen auch, dass vor allem diese Also, dass negative Reaktionen auf wahrgenommene Selbstverletzungen durch Lehrkräfte dazu führen können,
dass Kinder und Jugendliche sich weniger Hilfe holen. Also so diese erste Reaktion auf solche wahrgenommenen Selbstverletzungen ist extrem entscheidend. Genau. Demgegenüber, also diesen Aufgaben gegenüber stehen jedoch zum einen, dass Lehrkräfte eben nicht systematisch vorbereitet werden, überhaupt im Umgang mit psychischen Belastungen. Da spreche ich jetzt nicht nur von NSSV, sondern generell im Umgang mit psychischen Belastungen. Dementsprechend ist auch verständlich, dass es Lehrkräften eher schwer fällt, Hinweise auf NSSV als solche zu erkennen, und sie sich unsicher und ja, einfach unwohl auch fühlen im Umgang, im konkreten Umgang mit nicht suizidalem, selbstverletzendem Verhalten und häufig auch eben mit Schock, Angst oder auch Panik reagieren, ja, weil man sich natürlich Sorgen macht, vielleicht auch hilflos ist und dementsprechend dann auch schockiert oder ängstlich, panisch reagiert. Was sind denn eigentlich die Warnsignale? Also wie können Sie denn sehen oder wahrnehmen, dass sich Kinder und Jugendliche oder Schülerinnen selbst verletzen? Zum einen, das ist vielleicht recht offensichtlich, sind natürlich nicht erklärbare Narben, Schnitte, Verbrennungen oder auch Hämatome relevante Warnsignale, die eben vor allem an Arm, Hüfte oder auch am Bauch auftreten. Möglich ist auch, dass parallele Muster von Wunden zu erkennen sind. Ja, also im Vergleich zum Beispiel zu einem Sturz vom Fahrrad, wo eben ja mehrere Kratzer und verschiedene Formen von kleinen Schürfwunden etc. entstehen, sind eben bei nicht suizidalen Verletzungen häufig auch solche Muster zu sehen. Sie kennen wahrscheinlich auch diese parallelen Narben, haben Sie wahrscheinlich schon mal gesehen, am Unterarm. Also das sieht wirklich auch dann wie ein Muster aus. Ein Hinweis kann auch sein, dass sich die Schülerinnen eben nicht öffentlich umziehen wollen. Das heißt also, sie wollen sich nicht in der Kabine mit anderen Mitschülerinnen umziehen. Sie wollen vielleicht auch nicht am Schwimmunterricht teilnehmen. Generell neigen die Schülerinnen oder die Kinder und Jugendlichen zu einer hohen Bereitschaft, gefährdende Risiken einzugehen. Also zum Beispiel kurz vor einem Auto doch noch über die Straße zu rennen etc. Also da einfach auch sehr unachtsam, bewusst unachtsam sozusagen vorzugehen. Häufig sind die Betroffenen auch impulsiv und reagieren auch recht extrem auf bestimmte, ja, vielleicht auch Kritik beispielsweise im unterrichtlichen Kontext. Der Besitz von Rasierklingen oder Messern oder anderen scharfen Gegenständen kann natürlich ein Warnsignal sein. Der soziale Rückzug generell, ne, ein Hinweis auf psychische Belastung, aber auch natürlich für NSSV. So eine Heimlichtuerei, zum Beispiel auch sich einzuschließen im Schulklo oder länger wegzubleiben, wenn man sagt, man geht auf Toilette, bleibt länger weg. Genau, unangemessene Kleidung, also ein Pullover bei 30 Grad im Schatten, kann auch ein Warnsignal sein. Und natürlich auch explizite Äußerungen, zum Beispiel in Form von Texten oder auch Zeichnungen bezogen auf NSSV. Es gibt einen tollen Ratgeber, den ich hier schon mal mit ankündigen möchte, von Ine Alborn, das ist eine Professorin, und auch dem Paul Plehner. Das sind ja, WissenschaftlerInnen, die einfach schon seit vielen Jahren in dem Bereich auch forschen und zugleich auch konkrete Handlungsleitlinien für Lehrkräfte und andere in der Praxis tätige ja, Personen herausgeben. Und dieser Ratgeber ist wirklich empfehlenswert, genau, und ist natürlich noch mal viel umfangreicher als das, was wir Ihnen im Rahmen dieser Veranstaltung bieten können. Genau. Die Frage ist natürlich, also die Hälfte von Ihnen hat schon Erfahrungen mit nicht suizidalem, selbstverletzendem Verhalten von Schülerinnen und Schülern. Und ich würde gerne mit Ihnen sozusagen diese Do's und Don'ts zusammen erarbeiten und habe dafür ja Aussagen oder mögliche Handlungsoptionen mal in kurzen Aussagen formuliert und würde Sie gleich wieder bitten, an den kurzen Umfragen teilzunehmen. Das heißt, Sie werden dann eine Aussage präsentiert bekommen und haben dann die Möglichkeit zu antworten mit Ja oder Nein. Also die Frage ist dann, ob Sie sozusagen dem Vorschlag, der da unterbreitet wird, zustimmen würden, ob Sie das machen würden oder nicht. Und dann lösen wir das nach und nach auf und können damit sozusagen die wichtigsten Leitlinien im Umgang mit NSSV gemeinsam erarbeiten.
Dann würde ich jetzt mal die erste Frage starten. Und würde so 20 bis 30 Sekunden Zeit lassen, ist ja relativ kurz. Okay, noch 3 Sekunden. Ich hoffe, Sie können das sehen. Es haben zwar nicht alle teilgenommen, aber die Aussage war, ich sage mit Nachdruck, dass die Selbstverletzungen unterlassen werden sollen oder ich die Schulleitung darüber informieren muss. Der Großteil von Ihnen hat gesagt, nein, das würde ich nicht machen. Und Sie haben sich auch richtig entschieden, weil es unheimlich wichtig ist. Friederike, du musst es dann den Stichpunkt klicken, genau, ruhig und sachlich zu bleiben. Also eben nicht sozusagen Drohungen zu machen. Auch keine Vorwürfe zu machen, gleichzeitig natürlich Gefühle und den Leidensdruck der Betroffenen nicht bagatellisieren. Aber genau, also es bringt sozusagen nichts, zu einzufordern, dass es sofort unterlassen werden soll, weil in der Regel die Kinder und Jugendlichen das gar nicht versprechen können. Ja, wir haben vorhin den Teufelskreislauf gesehen. Das ist also nicht durch so eine Drohung oder so durch so einen Druck überhaupt einlösbar, und kann eben dazu führen, dass die Kinder und Jugendlichen natürlich dann irgendwie auch zumachen und nicht weiter sozusagen mit ihnen in Kommunikation bleiben. Okay, die nächste Frage startet jetzt. Die Schülerin bittet mich, niemanden von ihren Selbstverletzungen zu erzählen. Ich verspreche ihr Verschwiegenheit. Sekunden. Okay, hier ist es nicht ganz so eindeutig. Also ein Drittel hat gesagt, ja, würde ich machen, und 2 Drittel haben gesagt, nein, würde ich nicht machen. Das kann ich total verstehen, sozusagen, weil man natürlich vielleicht im ersten Moment denkt, naja, wenn sich die Schülerin oder der Schüler mir schon öffnet und anvertraut, dann möchte ich natürlich dieses Vertrauen auch nicht brechen und würde mir vielleicht selbst auch im Freundeskreis wünschen, dass dann jemand sozusagen dieses Versprechen hält. Aber als ja, Lehrkraft können wir diese Verschwiegenheit eben nicht versprechen. Das funktioniert deshalb nicht, weil eben eine konkrete Selbstgefährdung vorliegt und, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch suizidale Gedanken, vor allem bei wiederholten Selbstverletzungen, damit einhergehen können. Und es sind eben hier auch immer die Sorgeberechtigten dann zu informieren. Was möglich ist, dass man eben ein Angebot macht und sagt, also deine Eltern müssen informiert werden, aber möchtest du sie selbst informieren? Wollen wir es zusammen machen oder soll ich das machen? Ne? Aber man kann leider keine Verschwiegenheit versprechen. Genau, es kam gerade, weil ich es gesehen habe im Chat, ob das für die Vertrauenslehrkräfte auch gilt. Ja, das gilt auch für die Vertrauenslehrkräfte, weil eben eine konkrete Selbstgefährdung vorliegt und deshalb keine Verschwiegenheit versprochen werden kann. Genau. Bei über 18-Jährigen ist das was anderes, ne? Da sind es natürlich keine minderjährigen Schülerinnen und Schüler mehr, aber ich bin jetzt sozusagen von dem Auftretensgipfel ausgegangen, also 15- und 16-Jährige. Aber bei 18-Jährigen sieht die Lage anders aus. Wir kommen aber gleich noch auf einen Extremfall sozusagen zu sprechen. Und genau, aber bei minderjährigen Schülerinnen können Sie keine Verschwiegenheit versprechen.
Und sollten sie auch nicht. Können und sollten sie nicht. Genau, ich sehe gerade moralisch, sage ich ja, verstehe ich, wie gesagt, total menschlich zu sagen, natürlich möchte ich dieses Vertrauen nicht brechen, aber aus professioneller Perspektive können sie das nicht machen. Genau. So, dann Frage 3. Moment, ich muss, glaube ich, noch was. Jetzt Frage 3. Genau. Ich organisiere zum Beispiel gemeinsam mit der Beratungslehrkraft für meine Klasse eine Unterrichtsstunde zum Thema Selbstverletzung. Noch 3 Sekunden. Okay. Sehr spannend. Diesmal ist es wirklich fast 50-50. Und hier gibt es auch eine ziemlich klare Antwort. Und zwar heißt sie auf keinen Fall Gruppeninterventionen oder Gruppeninformationsveranstaltungen zu diesem Thema machen, sondern immer nur sozusagen in Einzelgesprächssituationen mit den betroffenen Schülerinnen, weil eben so eine hohe Ansteckungsgefahr besteht. Ich hatte zuvor versucht zu skizzieren, dass eben zum Beispiel diese Gruppenzugehörigkeit oder auch diese Aufmerksamkeits- und Kommunikationsfunktion eben bei nicht suizidalem, selbstverletzendem Verhalten im Vordergrund stehen können oder mit einhergehen können. Und die Ansteckungsgefahr und gerade auch im klinischen Kontext ja, sprechen da die KlinikerInnen häufig von epidemieartigen Ausbrüchen von nicht suizidalem, selbstverletzendem Verhalten, weil eben gerade diese Selbstverletzungen auch so ein Gefühl der Zusammengehörigkeit schaffen können und ja, einfach bekannt ist, dass Jugendliche sich das auch abschauen und auch dazu angeregt werden können, wenn das sozusagen explizit thematisiert wird. Genau, das heißt allerdings nicht, dass sie ihre Beobachtungen, wenn sie sozusagen ins individuelle Gespräch gehen, explizit ansprechen können. Also das auf jeden Fall. Sie können auch direkt fragen, ob das sozusagen bewusst herbeigeführte Selbstverletzungen sind, wenn Sie zum Beispiel Wunden feststellen können, aber eben nicht sozusagen mit der ganzen Klasse darüber sprechen und eben auch keine Informationsveranstaltungen zu diesem Thema anbieten. Genau. Dann starte ich die nächste. Vielleicht noch eine Ergänzung dazu, die mir doch noch einfällt. Es gibt auch so einen Grundsatz, also kein Blut im Klassenzimmer. Ja, wenn es frische Wunden gibt, die Sie beobachten oder Sie wissen von einer Schülerin, einem Schüler, dass da auch schon Selbstverletzungen aufgetreten sind und Sie beobachten frische Wunden, also blutende Wunden, dann bitten Sie den Schüler oder die Schülerin nicht in den Unterricht zu kommen, sondern schicken die oder denjenigen dann erstmal zur Schulleitung und oder Vertrauenslehrkraft etc. Also welche Kommunikationsketten da und Handlungsketten denkbar sind, das werde ich gleich noch sagen. Aber es gibt eben diesen Grundsatz, kein Blut im Klassenzimmer und auch Wunden, also die auf jeden Fall als nicht suizidales, selbstverletzendes Verhalten identifiziert wurden, die sind auch abzudecken. Also eben wegen dieser Ansteckungsgefahr. Sie sollten dann die Schülerin oder den Schüler darum bitten, langärmelige Kleidung zu tragen oder eben solche Tattoo-Stulpen oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall sind Wunden oder Selbstverletzungen nicht zur Schau zu stellen. Klingt vielleicht erstmal hart, aber das sind eben ganz konkrete Anweisungen, die zum Beispiel auch im klinischen Kontext dann umgesetzt werden und weil man einfach weiß, dass es wirklich genau, dass sich das wirklich sehr schnell verbreiten kann. Und gerade kam noch die Anmerkung, natürlich spielt da auch das Internet eine große Rolle. Also man sollte dann
auf keinen Fall beispielsweise auch zu Selbsthilfegruppen oder sowas empfehlen. Ne? Das ist bei dem Thema überhaupt nicht angemessen, dass sich die Kinder und Jugendlichen dann selbst irgendwie Informationen zusammensuchen, sondern die sind dann eben weiterzuleiten an Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, Psychologinnen, Schulsozialarbeiterinnen etc. So, ich starte mal die nächste Umfrage. Ich biete dem Schüler an, dass er mich anrufen kann, wenn er sich erneut selbst verletzen möchte. Okay, ich stoppe dann gleich mal. Hier wieder so zwei Drittel, ein Drittel. Also hier gilt ganz klar, dass Sie Grenzen der Verfügbarkeit setzen müssen. Also Sie sind natürlich nicht dafür verantwortlich, dass jetzt überhaupt keine Selbstverletzungen mehr erfolgen, auch wenn Sie das beobachtet haben. Sondern sie sind dafür verantwortlich, das eben sensibel anzusprechen, wenn sie es beobachtet haben. Wichtig ist gerade, wenn sie feststellen, dass eben die oder der Betroffene mehrmals Selbstverletzungen vornimmt, dass eben keine zeitliche Verknüpfung von Fürsorge und Aufmerksamkeit oder Fürsorge und Aufmerksamkeit und dem nicht suizidalen selbstverletzenden Verhalten erfolgt. Das heißt, eben gerade wegen dieser Kommunikationsfunktion, möglichen Kommunikationsfunktionen von NSV ist es ganz wichtig, dass nicht so eine Art Belohnung, also eine Verstärkung sozusagen dieses Verhaltens herbeigeführt wird, indem sie sozusagen signalisieren, naja, wenn du das wieder machst, dann bin ich auch für dich da, obwohl sie das für andere Schülerinnen und Schüler möglicherweise nicht wären, ne? Also es ist wichtig, dass Sie da auch Ihre Grenzen wahren, dass Sie den Rahmen, Unterstützungsrahmen anbieten, der für Sie sozusagen als Lehrkraft überhaupt möglich ist. Aber Sie müssen nicht darüber hinausgehen. Also keine private Telefonnummer rausgeben. Sie, genau, müssen nicht irgendwie noch 3 Stunden nach Ihrem eigenen Schulschluss da bleiben, sondern Sie können im Rahmen, den Sie haben, versuchen, Unterstützungsangebote zu unterbreiten und gegebenenfalls natürlich auch mehrmals. Aber wichtig ist eben nicht zu verknüpfen. Wenn du das machst, dann bin ich umso mehr für dich da. Ne? Okay, starte die nächste und letzte Frage. Oh, hatte ich das schon gemacht? Nee, das war, glaube ich, vor dem Test. Jetzt, ich frage die Schülerin, ob sie Suizidgedanken hat. Noch 10 Sekunden. Okay. Ach, ja, sieht wieder ähnlich aus wie bei den bisherigen Fragen. Also ganz klar, ja, trauen Sie sich explizit nach Suizidgedanken zu fragen. Wie schon gesagt, per se ist eben per Definition nicht suizidales selbstverletzendes Verhalten ohne Suizidabsicht. Aber eben gerade bei wiederholten Selbstverletzungen kann sich ein Suizidwunsch sozusagen entwickeln, und deshalb ist explizit nach Suizidgedanken zu fragen, vor allem um dann auch zu klären, ob sozusagen der Fall total akut ist und gegebenenfalls der Rettungsdienst berufen werden sollte. Also wenn diese Frage nach Suizidgedanken bejaht wird und beispielsweise die Betroffenen auch sagen, dass sie schon konkrete Pläne haben, also umso konkreter auch diese Gedanken sind, desto brenzlicher ist die Lage, kann man sagen.
Und es sind jegliche Äußerungen von Suizidgedanken ernst zu nehmen, egal ob das ein Schmierzettel ist oder eine Kritzelei auf dem Tisch oder eine kleine Fußnote in einem Aufsatz oder was auch immer. Also jegliche Form von Suizidäußerungen sind ernst zu nehmen und dann natürlich auch ja, unter Berücksichtigung von Rettungsdienst und gegebenenfalls auch Krisentermin in den zuständigen Kinder- und Jugendpsychiatrien in ihrem Umfeld sozusagen dann ernst zu nehmen und zu ja, bearbeiten. Und wenn aktuell frische Wunden zu sehen sind, die versorgt werden müssen, dann sollten Sie das mit der Schulleitung am besten klären, weil in der Regel die Schulleitungen für das Ausüben von Erste Hilfe zuständig sind und oder falls es eben auch so ein ja, Sanitärdienst sozusagen, Sanitätsdienst an Ihrer Schule gibt, dann natürlich die. Aber wichtig ist eben auch, dass eine Wundversorgung gewährleistet wird, wenn genau, wenn Sie feststellen, dass die Wunden besonders tief sind, also beispielsweise tiefe Schnittwunden oder auch starke Verbrennungen, dann sollte eben die nächstgelegene Arztpraxis oder eben die Rettungsleitstelle beziehungsweise der Rettungsdienst informiert werden, weil natürlich so eine chirurgische Wundversorgung nicht im schulischen Kontext vorgenommen werden kann. Genau, abschließend dazu, hier unten ist verlinkt eine Richtlinie oder Richtlinien zum Umgang mit nicht suizidalem selbstverletzendem Verhalten, wo auch genau das sozusagen nochmal erläutert wird. Sie können dann, wenn Sie im Nachgang die Präsentation erhalten, direkt da draufklicken, dann werden Sie zu diesen Richtlinien weitergeleitet. Und auf der rechten Seite sehen Sie noch einen anderen, ja, eine andere sehr, sehr gute Handreichung, und zwar im Umgang mit suizidalen Krisen, wo auch ganz konkrete Gesprächsbausteine vorgegeben sind. Also wie kann man so ein Gespräch beginnen? Wie kann man die Frage stellen nach Suizidgedanken? Und da gilt es wirklich auch explizit zu fragen und nicht irgendwie zu fragen, hast du schon mal daran gedacht, dass das Leben vielleicht keinen Sinn macht oder so, sondern stellen Sie ganz konkret die Frage, hast du aktuell Suizidgedanken? Genau, und man weiß auch, dass das Lehrkräften gar nicht so leicht fällt, diese Frage zu stellen. Und ich kann nur ermutigen, das mal vorm Spiegel oder so zu üben, weil es unheimlich entlastend sein kann, das einfach mal ausgesprochen zu haben und als normale Frage sozusagen mit in seinen, ja, Wortschatz aufzunehmen und dann ist die Hürde nicht mehr ganz so groß, tatsächlich Schülerinnen und Schüler danach zu fragen. Okay, dann letzter Hinweis, vielleicht wirklich nur noch als kurzer Hinweis, damit Friederike noch genug Zeit hat. Auf Schulebene ist es ratsam, darüber nachzudenken, so eine Art Schulprotokoll zu entwickeln, um eben diese Handlungs- und Kommunikationsketten festzuhalten. Also wann soll eigentlich selbstverletzendes Verhalten gemeldet werden? Ich habe hier das N, also für nicht suizidal, eingeklammert, weil ja eben auch manchmal erst abzuklären ist, ob eine Suizidabsicht vorliegt oder nicht. Also wann soll es gemeldet werden? Direkt nachdem sozusagen es beobachtet wurde, erst nach einem Austausch. Also das sollte man als Kollegium auch klären. Wem soll es gemeldet werden? Also haben Sie da eine Vertrauenslehrkraft oder eine Beratungslehrkraft, die sich dafür zuständig fühlt? Wie ist die Schulleitung mit einzubeziehen? Welche Rolle spielen eben auch andere Professionen wie Schulpsychologinnen oder auch Schulsozialarbeit oder Beratungslehrkräfte? Und wie und wann erfolgt eigentlich die Einbeziehung der Eltern? Das sollte bestenfalls in einem Schulprotokoll festgehalten werden, weil eben so eine Struktur auch Sicherheit schaffen kann. Und es extrem wichtig ist natürlich in konkreten Situationen zu wissen, wer ist hier eigentlich verantwortlich an der Schule und bei wem melde ich mich sozusagen, wenn ich ja beobachtet habe, dass sich jemand selbst verletzt. Und wie schon gesagt, sofort ist es zu melden, zumindest an die Schulleitung, bei jeder suizidalen Äußerung, das habe ich schon gesagt, bei Spuren von Selbstverletzungen generell, bei Hinweisen auf Essstörungen oder auch auf anderes stark selbstgefährdendes Verhalten, Substanzkonsum und natürlich auch Kindeswohlgefährdung. Also das sind alles Themen neben NSSV, und
wie wir gleich noch hören werden, Depressionen, wo einfach eine sofortige Meldung total wichtig ist, auch natürlich, um sie selbst zu entlasten, ne? Also sie sind eben keine Therapeutin und kein Therapeut und sie müssen das nicht alles mit sich selbst ausmachen, und mit sich rumtragen, sondern teilen sie das. Genau. Damit würde ich meinen Teil erstmal abschließen und würde sagen, angesichts der Zeit sammeln wir weiterhin die Fragen oder bündeln die Fragen aus dem Chat und kombinieren das dann am Ende nach dem Teil zu den Depressionen. Ja, vielen Dank, Franziska, für ja, den tollen Überblick über NSSV. Und dann mache ich weiter mit unserem zweiten oder ja, zweiten Störungsbild, und zwar den Depressionen im Schulalter. Ich habe hier mal so eine Einstiegsfolie mitgebracht, wo es generell um Menschen mit Depressionen geht, aber genau, was passieren kann, wenn man jemanden Depressiven auch fragt, wie geht es dir? Und jemand antwortet, gut, danke, wie geht's dir? Aber innerlich, das spricht nochmal so für dieses Internalisierende, also diese Störung, die sich sehr viel im Inneren abspielt, dass sich Menschen eben ja, zum Beispiel fühlen, als würden sie gleich untergehen. Ich glaube, es ist ja sinnbildlich oft auch dieses Loch, in das man fällt, dass ja, Personen denken, ich habe einfach keine Energie mehr oder ich fühle mich so zerbrechlich oder antriebslos, dass ich mich kaum aus dem Haus traue. Hier nochmal der, genau, wenn man den Schulbezug herstellt, wie wir auch sehen werden, dass depressive Kinder und Jugendliche eben dann auch das bis hin zum Schulabsentismus gehen kann, aber auch schrecklich, aber ich will keine Last für dich sein. Also hier auch, dass ja, man niemandem zur Last fallen möchte, dass häufig da auch noch genauso wie beim NSSV Schamgefühle, Schuldgefühle mit reinspielen. Aber natürlich generell, das ist, gilt nicht nur für Depressionen, sondern auch für andere psychische Störungen, ja, noch häufig eine hohe Stigmatisierung da ist. Warum ist das Thema jetzt eigentlich wichtig? Von Depressionen im Kindes- und Jugendalter. Ich glaube, das ist teilweise sehr offensichtlich. Ich möchte es aber trotzdem noch mal genauer aufschlüsseln. Depressionen sind die häufigste psychische Störung bei Kindern und Jugendlichen. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben vorhin die Zahlen gesehen, aktuell jeder vierte Schülerin, jeder vierte Schüler, ja, mit einer psychischen Störung. Und dabei sind Depressionen eben die häufigsten. Und wenn man sich insgesamt anguckt, wer eine Depression in der ganzen Lebenszeit entwickelt, wer da mal eine depressive Phase hat, ist es so, dass es bei circa der Hälfte der insgesamt Betroffenen eben im Kindes- und Jugendalter beginnt. Das zum einen, zum anderen, auch das hatte ich vorhin schon gesagt, es ist so, dass Studien eben zeigen, dass bis zu 3/4 der depressiven SchülerInnen durch Lehrkräfte nicht erkannt werden. Das hat ja vielerlei Gründe. Zum einen natürlich, dass häufig diese Professionalisierung fehlt, sowohl im Studium als auch danach. Zum anderen, dass eben diese internalisierenden Auffälligkeiten häufig eben nicht erkannt werden. Es gibt das sogenannte Squeaky Wheel Syndrome, also das ja, Syndrom des quietschenden Rades, sage ich mal, wo einfach das, was quasi offensichtlich ist in einer Schulklasse, wenn jemand massiv den Unterricht stört, wenn jemand sehr aggressiv ist gegen andere Personen oder Gegenstände, dass das natürlich viel schneller auffällt, als ruhige Schülerinnen und Schüler, die sich dann vielleicht noch mal mehr zurückziehen. Genau. Auch bei Kinder- und Hausärztinnen werden Depressionen häufig nicht als diese erkannt, obwohl diese dann auch die erste Anlaufstelle in vielen Fällen sind. Und all das führt dazu, dass circa 2/3 von Schülerinnen mit Depressionen unbehandelt bleiben. Das heißt, wir haben eine massive psychotherapeutische Unterversorgung, was dazu führen kann oder was auch dazu führt, dass natürlich das Risiko einer Chronifizierung steigt, dass der Leidensdruck natürlich extrem hoch ist, dass Depressionen natürlich auch mit
suizidalem Verhalten das Risiko einfach steigt. Und genau. Was noch wichtig ist, ist, dass Depressionen bei Kindern und Jugendlichen, werden wir gleich sehen, haben die, wenn man sich diese diagnostischen Klassifikationsmanuale anguckt, nach denen Therapeutinnen und Therapeuten das Ganze klassifizieren, haben, ist das altersunabhängig, die Symptome, aber es ist in der Realität so, dass Depressionen bei Kindern und Jugendlichen ganz starke entwicklungstypische ja, Unterschiede aufweisen zu Erwachsenen. Ganz kurz, wie häufig sind Depressionen denn jetzt eigentlich bei Schülerinnen und Schülern? Von 10 Schülerinnen und Schülern kann man davon ausgehen, dass eine Person depressiv erkrankt. Man geht davon aus, dass oder die Zahlen zeigen auch, dass bis zum 18. Lebensjahr mindestens jeder 10. Jugendliche eine depressive Episode erlebt hat. Wenn Sie sich vorstellen, dass eine Schulklasse mit 25 Schülerinnen bedeutet, dass das circa 2 bis 3 betroffen sind. Im Kindesalter, also vor der Pubertät, ist das noch anders. Da sind die Zahlen niedriger. Man geht so von 3 bis 4% Betroffener aus. Dazu vielleicht noch wichtig zu sagen, bis zur Pubertät ist das Geschlechterverhältnis gleich, also gleich viele Jungen und Mädchen betroffen. Ab der Pubertät sind doppelt so viele Mädchen betroffen. Das hat zum einen damit zu tun, wenn Sie sich nochmal dieses biopsychosoziale Modell vor Augen rufen, dass auf der biologischen Seite, die einfach hormonelle Veränderungen durch die Pubertät stattfinden, aber auch auf der sozialen Seite einfach andere, oft andere Rollenanforderungen an Mädchen gestellt werden und genau da noch andere soziale Faktoren mit reinspielen. Das Thema ist für Lehrkräfte relevant, weil Lehrkräfte natürlich, das ist, glaube ich, offensichtlich. Sie sehen die Kinder und Jugendlichen sehr häufig, verbringen auch viel Zeit mit ihnen und das kontinuierlich über einen längeren Zeitraum. Was bedeutet, dass sie eben diese krisenhafte Veränderung der Lebenssituation wahrnehmen können. Das hat Franziska vorhin schon gesagt. Es geht hier vor allem darum, dass eben nicht mal ein schlechter Tag irgendwie da ist, dass mal eine Schülerin für irgendwie 2 Tage ja mal nicht so gut drauf ist wie sonst, sondern wirklich krisenhafte Veränderungen. Also dass es über einen längeren Zeitraum ist und sich eben deutlich was ändert. Lehrkräfte können eben also als Vertrauens- und Bezugspersonen fungieren. Das haben wir vorhin auch schon besprochen. Gerade wenn im Elternhaus eben dieser Bezug nicht so gegeben ist, ist es eben häufig so, wer ist dann die erste Ansprechperson? Das ist häufig eine Lehrkraft. Und damit will ich nicht, natürlich auch nicht sagen, dass sie in irgendeiner Weise als Therapeutin fungieren müssen, sondern eben sie können wichtige Hinweise geben, wenn eben eine so eine krisenhafte Veränderung da ist und an Hilfestellen weitervermitteln. Jetzt aber zum Eigentlichen, was sind denn die Symptome, was sind die Anzeichen im schulischen Kontext, von dem ich geredet habe? Ich habe das mal aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Wir beginnen mal mit den kognitiven Anzeichen einer Depression. Und hier ist es so, dass häufig so negative und dysfunktionale Gedanken auftreten. Dysfunktionale Gedanken sind so automatisch ablaufende negative Bewertungsmuster. Das kann auf sich selbst bezogen sein, aber auch auf die soziale Umwelt und auch auf die Zukunft. Wie kann sich das in der Schule zeigen? Stellen Sie sich vor, eine Schülerin eben bekommt einen schlechten Test oder sowas zurück und dann findet so eine Übergeneralisierung statt. Statt zu denken, okay, hier im Vokabeltest in Englisch habe ich irgendwie eine 5 geschrieben, da habe ich wohl nicht genug gelernt oder ich habe mich nicht genug angestrengt oder ich war unausgeschlafen, findet häufig sowas statt. Ich bin dumm, ich kann gar nichts. Ja, was soll das eigentlich noch sozusagen? Genau.
Das kann auftreten, also wenn so sehr, sehr negative Bewertungen stattfinden, dann, wenn wir tatsächlich jetzt auf die kognitive Ebene nochmal mehr gehen, eine reduzierte Denkgeschwindigkeit. Das kann sich darin äußern, dass es deutlich länger braucht, um Aufgaben zu bearbeiten, aber auch sowas wie eine Verlangsamung, tatsächlich, wenn Sie jemanden dran nehmen und die Person einfach deutlich langsamer antwortet. Probleme vor allem in anhaltender Aufmerksamkeit und Konzentration. Da geht es jetzt nicht um kurze Aufgaben, sondern vor allem um sowas Längeres, wo sich länger konzentriert werden muss, wo angehalten, also anhaltend, ja, man dabei sein muss. Das kann sich auch in Gruppen- oder Partnerarbeiten zeigen, wo dann betroffene SchülerInnen häufig, ja, zum Beispiel in die Luft gucken oder einfach nicht mehr so ganz da sind, nicht mehr mitarbeiten, weil sie sich einfach nicht konzentrieren können. Eine beeinträchtigte Merkfähigkeit, das konnte sich auch nachweisen lassen, dass tatsächlich depressive Schülerinnen und Schüler sich da das Gedächtnis betroffen ist und sich weniger merken können. Ein negatives Fähigkeits-Selbstkonzept, das heißt, depressive Kinder und Jugendliche ja, haben häufig ja, sehr negative Annahmen darüber, was sie können. Und auch sowas wie Entscheidungsprobleme können auftauchen, aber auch Gedanken daran, nicht mehr leben zu wollen. Da haben wir ja gerade schon drüber geredet, dass das eben nicht nur verbale Äußerungen sein müssen, sondern genau auch nicht verbalisierte Äußerungen wie durch Bilder, durch Gedichte, durch Kritzeleien, aber auch sowas wie, wenn Ihnen berichtet wird, dass im Klassenchat etwas stand. Oder ich kann mal ein Beispiel nennen. Ich war in der Schule letztes Jahr und dort kamen dann nach der Stunde Schülerinnen auf mich zu und sagten, eine Mitschülerin, um die sie sich eh schon Gedanken gemacht haben, weil die ein sehr auffälliges Verhalten gezeigt hat, hätte einfach nur ein bestimmtes Datum in ihren WhatsApp-Status gepackt. Auch sowas ist was, da muss man natürlich dann aktiv werden und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Auch da weise ich gerne nochmal auf den Handlungsleitfaden hin, den Franziska gerade angesprochen hat. Auch physisch kann sich eine Depression zeigen. Man denkt ja, okay, es ist eine psychische Störung, aber das hat auch Auswirkungen auf das körperliche Auftreten. Zum einen kann so eine Teilnahmslosigkeit, das habe ich gerade schon gesagt, dieses nicht mehr so richtig da sein, in die Luft gucken, irgendwie abwesend sein. Vermeiden von Blickkontakt und so eine ganz leise Stimme im Gespräch, aber auch veränderte Bewegungen und Körperspannung verändert. Warum? Zum einen ist natürlich häufiger ist es so, dass Bewegungen eher so verlangsamt sind, nicht mehr so auf Zack, sage ich mal. Es kann aber auch sein, dass Bewegungen sehr unruhig werden, also dass jemand die ganze Zeit am Wippeln ist und da ist eine ganz große Unruhe im Körper ist. Kraftlosigkeit kann sich zum Beispiel im Sportunterricht zeigen, wenn jemand einfach irgendwie keine Kraft mehr hat, ganz antriebslos ist, müde, und ja, nicht mehr so richtig in die Gänge kommt. Autoaggressives Verhalten, das ist was, was ein Punkt, der vor allem im Kindes- und Jugendalter bei Depressionen auftritt. Also es kann auch dadurch, dass die betroffenen Kinder und Jugendliche häufig sehr reizbar sind, kann es eben zu aggressiven Verhaltensweisen kommen, häufiger bei Jungen. Das kann gegen andere, gegen Gegenstände erfolgen, aber eben auch gegen sich selbst. Da sind wir wieder beim nicht suizidalen, selbstverletzenden Verhalten, über das wir ja gerade schon ganz viel gehört haben. Dann können das auch eine so eine entwicklungstypische Auffälligkeit. Das heißt natürlich nicht, dass das nicht auch im Erwachsenenalter bei Depressionen auftreten kann, aber eben häufig im Kindes- und Jugendalter psychosomatische Schmerzen, das heißt Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Jemand lässt sich auf einmal jeden zweiten Tag abholen, weil irgendwie Kopfschmerzen da sind. Und wenn man fragt, warst du irgendwie schon mal beim Arzt deswegen, konnte da was gefunden werden? Dann ja, aber da ist nichts. Genau, wurde schon alles abgeklärt, also medizinisch ohne Befund. Solche Schmerzen, das kann auch durch eine Depression bedingt sein. Veränderter Schlaf. Kinder und Jugendliche mit einer Depression schlafen häufig entweder mehr, deutlich mehr oder deutlich weniger, was dazu führen kann, dass sie im Unterricht einschlafen können oder auch zu spät kommen können, weil sie eben verschlafen haben oder
gar nicht kommen, weil sie den Tag über quasi schlafen. Also das kann natürlich, sehen Sie die SchülerInnen, außer sie schlafen im Unterricht ein, nicht aktiv jetzt ihr Schlafverhalten, aber das können eben Symptome sein, die in der Schule auffallen. Veränderter Appetit, auch das, Sie sehen ja meistens jetzt nicht unbedingt, was ein Schüler oder eine Schülerin, führen Sie wahrscheinlich nicht Protokoll, was der jeden Tag jetzt irgendwie isst. Aber was man sehen kann, ist natürlich, wenn ein rapider Gewichtsverlust oder Gewichtszunahme stattfindet, das ist auch ein Alarmsignal. Auf der emotionalen und sozialen Ebene ist es so, dass eben so eine abgeflachte Mimik und Gestik stattfinden kann, gerade wenn man jetzt beispielsweise eine Gruppendiskussion macht oder ein Gespräch führt, wenn man Partnerarbeiten beobachtet, kann das auffallen. Schuldgefühle können auch auftreten, sehr häufig. Das ist natürlich auch was, was man jetzt nicht von außen sehen kann, aber sensibel für sein kann, wenn das in Gesprächen irgendwie, ja, ich bin irgendwie eh schuld an allem oder es läuft gerade alles nichts, aber das ist nur mein Fehler. Aber auch in Texten, also Texte, Gedichte, Bilder, wenn sowas da auffällt. Rückzug und Isolation, ganz wichtiger Faktor, weil das natürlich zum einen hatten wir das als Risikofaktor, also wenn jemand sozial ausgegrenzt ist, kann das ein Risikofaktor sein, aber es kann eben auch durch eine Depression bedingt sein, dass jemand sich komplett rausnimmt. Eine gereizte Grundstimmung, ganz wichtig, und aber auch ein geringer Selbstwert kann auftreten. Genau, das waren jetzt einmal so die Symptome, die eben im schulischen Bereich auffallen können. Wenn wir jetzt aber gucken, noch einmal kurz, was sagen denn jetzt die diagnostischen Manuale dazu? Das ist nach ICD-11 oder nach DSM-5. Das sind eben so diagnostische Klassifikationsmanuale für TherapeutInnen. Sie sind natürlich nicht die Person, die nachher die Diagnose stellt, aber es ist trotzdem, glaube ich, ganz gut zu wissen, was klassifiziert das eigentlich. Also es müssen zwei dieser drei Kernsymptome vorliegen für die Diagnose. Also einmal Traurigkeit. Das kann vor allem bei Jugendlichen sich in so einer erhöhten Reizbarkeit darstellen. Antriebslosigkeit, also verminderter Antrieb, eine leichtere Erschöpfung, eine hohe Ermüdbarkeit und Interessenverlust. Also, dass die Kinder und Jugendlichen haben keine Freude mehr an Sachen, die ihnen früher Spaß bereitet haben. Das kann sowohl Hobbys sein, aber auch sowas wie Lieblingsfächer oder im Sportunterricht so Lieblingsspiele, die immer gern gespielt wurden. Auf einmal ja keine Lust mehr dazu, kein Antrieb, kein Interesse. Zwei der Kernsymptome durchgängig für mindestens 2 Wochen. Einhergehend mit einer hohen subjektiven Beeinträchtigung, also hohes Leiden und auch ein Verlust an Lebensqualität, also dass die Kinder und Jugendlichen sehr beeinträchtigt dazu sind, plus eben Symptome in weiteren Bereichen, die ich hier gerade schon angerissen hatte. Also das kann man dann nochmal nach Schweregrad und so differenzieren. Genau. Dann vielleicht auch wichtig, gerade wenn wir uns im Jugendalter bewegen, wann ist es denn jetzt noch Pubertät, wann Depression? Mal so ein bisschen, ja, ein bisschen gefragt. Klar, wenn Sie das hören, jemand ist gereizt, hat irgendwie keinen Bock mehr auf irgendwas, ist mal traurig, hat vielleicht Stimmungsschwankungen, schläft viel, da kann man natürlich sagen, okay, aber die sind ja auch in der Pubertät, das hat bestimmt damit zu tun. Natürlich erleben auch gesunde Jugendliche einzelne depressive Symptome, vor allem in der Pubertät. Aber wie auch vorhin Franziska schon beim NSSV gesagt hatte, geht es eben vor allem darum, um die Kombination dieser verschiedenen Kern- und Nebensymptome. Also es treten mehrere davon auf. Man ist jetzt nicht nur gereizt, sondern es kommt dazu noch ein Rückzug. Weniger essen, mehr schlafen. Da kommt einfach vieles zusammen, diese Kombination, wenn einem da das auffällt, dass eben da eine große Veränderung stattfindet, die Dauer, also es sind nicht mal 1, 2 Tage, es wird jetzt auch nicht irgendwie nur am, ja, kommt man einmal zu spät oder schläft einmal ein, und der Verlauf, also es ist einfach durchgehend, der Ausprägungsgrad, also es ist wirklich stark, also es ist eine starke Veränderung zum Vorher und es kommt zu Beeinträchtigungen im schulischen Alltag, sowas wie Leistungseinbrüche,
sozialer Rückzug, genau sowas. Also insgesamt eine überdauernde Stabilität über einen längeren Zeitraum ohne Normalisierung. Da sollten dann die Alarmglocken angehen und eben Hilfe initiiert werden. Kurz noch dazu, welche Auswirkungen haben denn jetzt Depressionen? Wir haben gesagt, okay, es ist, was sind so die Symptome? Es ist ein hoher Leidensdruck, eine hohe subjektive Beeinträchtigung. Im schulischen Kontext sind es Leistungseinbrüche, die man konnte auch zeigen, dass eben das eben dann nicht nur kurzfristig ist, sondern gerade wenn sowas dann länger, so längere Phasen ist, die Wahrscheinlichkeit von einem Schulabbruch oder nachher auch einer Arbeitslosigkeit sind einfach höher, wenn bei Depressionen Beeinträchtigungen in der Schule, sozial, aber auch in der Familie und auch wenn man sich so gesellschaftliche Teilhabe anguckt. Das Risiko einer Wiedererkrankung ist sehr hoch. Nach 5 Jahren sind 3/4 der Erkrankten im Kindes- und Jugendalter wiedererkrankt, also haben wieder eine depressive Phase erlebt. Vor allem, wenn eben Depressionen unbehandelt bleiben. Das führt auch dann zum Risiko der Chronifizierung. Also je jünger eine depressive Phase erlebt wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das chronisch wird und dann im Erwachsenenalter sich über die Lebenszeit hinweg zieht. Das Risiko für physische und psychische Begleiterkrankungen, also sogenannter Komorbiditäten, ist erhöht. Psychisch ist es oft so, dass nicht nur Depressionen auftauchen. Häufig ist das in Kombination mit Angststörungen, bei jugendlichen Mädchen häufig mit Essstörungen und im Jugendalter noch mehr dann auch mit Störungen des Substanzkonsums geht das einher. Und auch physisch konnte gezeigt werden, dass eben ein Zusammenhang, ein signifikanter steht zu physischen Erkrankungen tatsächlich wie Diabetes, Herzerkrankungen, Schlaganfällen und neurodegenerativen Erkrankungen wie Parkinson. Insgesamt können also Depressionen zu einem ungünstigen Entwicklungsverlauf beitragen und das Risiko für suizidales Verhalten steigern. Ja, darum wird es in den angekündigten Workshops noch mehr gehen. Ich versuche jetzt trotzdem einen kurzen Input dazu zu geben, was Sie denn jetzt konkret als Lehrkraft tun können, wenn Ihnen eben etwas auffällt oder auch präventiv, genau, um diesen Risikofaktoren, etwas entgegenzuwirken, das etwas abzupuffern, die Resilienz etwas zu steigern. Ein gesundes Umfeld zu schaffen, was bedeutet das? Krisen zu enttabuisieren, aber auch sowas wie Mitsprachemöglichkeiten zu schaffen. Ja, die Schülerinnen und Schüler, die sonst sozial ausgegrenzt sind, also versuchen einzubinden, genau, einfach ein versuchen, das bestmögliche Klassen- und Schulklima zu schaffen. Dann informiert sein und Alarmsignale zu erkennen. Ich meine, da sind Sie hier mit dieser Veranstaltung natürlich auf einem super Weg, dass Sie sich sensibilisieren dafür, was sind Alarmsignale im schulischen Kontext, dass Sie sich Informationen einholen. Sowas wie Erfolge bestärken ist ganz wichtig. Aber auch eben, das meinte Franziska vorhin ja auch schon, nicht mit sich selbst auszumachen, sondern sich mit anderen auszutauschen, mit schulinternen Ressourcen, mit schulexternen Personen, aber natürlich auch mit den Eltern und da zusammenzuarbeiten, gute Beziehungen zu haben zu den Schülerinnen und Schülern, das Gespräch zu suchen, wenn etwas auffällt. Das ist nicht nur so wenn man jetzt nicht suizidales, selbstverletzendes Verhalten anguckt, sondern natürlich jegliche psychische Krisensituation. Aber natürlich auch ganz, ganz wichtig, Sie haben sehr, sehr viele Schülerinnen und Schüler, Sie haben sehr, sehr viele Aufgaben und es ist ganz wichtig, hier auch die eigenen Grenzen zu kennen, einzuhalten, zu wissen, wo sind meine Ressourcen, was kann ich leisten und es gibt Fachpersonen, an die das abgegeben werden kann und dann auch muss. Dann ist es wichtig, einfach die Hinweise abzugeben und zum Beispiel ein Schulprotokoll zu haben, zu wissen, wer ist denn jetzt verantwortlich. Eine Möglichkeit, auf die ich noch ganz kurz eingehen möchte, weil es, glaube ich, in vielen Fällen einfach nicht so ganz bekannt ist. Es gibt auch für Depressionen die Möglichkeit eines Nachteilsausgleichs. Also, dass man eine temporäre Entlastung für Schülerinnen und Schüler schafft, damit sie trotz der Depression ihre
ja, ihre Fähigkeiten, ihre Leistungen zeigen können. Die Ausgestaltung auch wie bei allen Nachteilsausgleichen auch in ganz enger Absprache. Was hilft denn jetzt? Also mit allen Beteiligten und natürlich auch dem Schüler, der Schülerin. Hier ist es so, dass diese tatsächlich nicht auf dem Zeugnis vermerkt werden dürfen. Das ist kein sonderpädagogischer Förderbedarf, sondern es ist genau häufig nur kurzfristig, also ein Schulhalbjahr oder ein Jahr. Genau, das ist je Bundesland natürlich wieder sehr, sehr unterschiedlich. Deswegen kann ich Ihnen jetzt keinen Generalleitfaden geben. Was ich aber habe, ist hier ein Beispiel eines Nachteilsausgleichs, einer Handreichung dazu aus dem Kreis Schleswig-Flensburg, da einmal, wie hier geschildert wird, da kann ich sehr empfehlen, dass Sie da mal reingehen. Das ist auch mit Fallbeispiel, das ist wie im Unterricht darauf eingegangen werden kann, aber eben auch bei Leistungsüberprüfungen, also dass man die anders gestaltet, zum Beispiel mündliche statt schriftliche oder andersrum in Einzelsituationen, wenn das möglich ist, oder dass es auf mehrere Termine aufgeteilt wird. Da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten und so wie individuell wie auch Depressionen sind, kann dann eben dann auch geguckt werden, was da helfen kann. Das nur, falls Sie jetzt vielleicht sogar konkret jemanden im Kopf haben, wo das eine Möglichkeit ist, informieren Sie sich da gerne. Genau, wie das in Ihrem Bundesland, in Ihrem Kreis, in Ihrer Stadt geregelt ist. An wen können Sie sich als Lehrkraft jetzt wenden? Was sind jetzt so weitere Anlaufstellen, wenn Sie in der Situation sind? Ich habe gerade gesagt, natürlich sind Sie da nicht für alles verantwortlich. Natürlich Beratungslehrkräfte, die Schulsozialarbeit, aber auch der schulpsychologische Dienst. Ich habe hier nochmal Websites verlinkt, wo Sie auch mehr dazu finden, mehr Informationen. Kinder- und JugendpsychologInnen oder PsychiaterInnen, auch hier nochmal Adressen verlinkt, wo Sie gucken können, wer in Ihrem Umkreis zuständig ist, genauso wie welche Kinder- und Jugendpsychiatrie bei Ihnen in der Nähe ist, falls Sie da genau sich mal hinwenden müssen oder wollen. Weitere Informationen finden Sie zudem einmal auf der Seite der Deutschen Depressionshilfe. Die haben ganz, ganz viel zusammengestellt, auch für Lehrkräfte, genauso wie ifightdepression.com. Und ein Buch, das ich Ihnen sehr ans Herz legen kann, ist von Armin Castello und Gunnar Brodersen aus dem Jahr jetzt ein sehr aktuelles 2020, Unterricht und Förderung bei Depressionen, psychologisches Wissen für Lehrkräfte. Da finden Sie auch noch mal mehr Praxis, Tipps, wie Sie Ihren Unterricht, wie Sie fördern können, wenn Ihre Schülerinnen und Schüler eine Depression haben. Wie schon gesagt, Sie bekommen die Präsentation, das sind alles Links, da können Sie raufklicken und kommen dann direkt auch zu ja, der Website oder dem Buch. Und es gibt auch das Infotelefon Depression. Genau, das kann man nicht nur anrufen, wenn man selbst eine Depression hat, sondern auch, wenn man akut Fragen dazu hat.